Hallo, ich bin Jenny. Und ich bin Norman. Und wir arbeiten beim Steigt-um-Forschungsprojekt mit. In diesem Projekt werden alltagstaugliche Kleinfahrzeuge mit einer Verleih- und Ladeinfrastruktur für Freiberg entwickelt. Kernpunkt des Projekts ist eine nutzernahe Entwicklung. Und eins dieser Kleinfahrzeuge ist ein Lastenfahrrad mit elektrischer Tretunterstützung, das CityPad. Wie die CityPads ausgeliehen werden können und was bei der Benutzung zu beachten ist, zeigen wir in diesem Video. Um die Steigt-um-Fahrzeuge zu nutzen, benötigt man die Steigt-um-App, die im Google Play Store bzw. Apple App Store verfügbar ist. Dort findet man auch die Nutzungs- und Sicherheitshinweise. In der App werden alle verfügbaren Cityboxen angezeigt, wie zum Beispiel der SWG-Standort Mineralienhöfe. Hier kann man auswählen, welches Fahrzeug man ausleihen möchte, wie zum Beispiel das CityPad. Im nächsten Schritt ist zu entscheiden, ob Sie das Fahrzeug reservieren möchten oder jetzt sofort ausleihen. Dann kann die gewünschte Ausleihdauer eingetragen werden und der Ausleihvorgang wird bestätigt. Jetzt kann die Tür der Citybox entriegelt und das Fahrzeug entnommen werden. Das CityPad hat eine Feststellbremse. Um diese zu aktivieren, zieht man den linken Bremshebel zu sich und drückt den Bolzen nach unten. Um sie wieder zu lösen, zieht man kurz den linken Bremshebel zu sich. Jetzt kann das CityPad entnommen werden. Nachdem das Fahrzeug entnommen wurde, muss man die Tür schließen und in der App das Entnehmen bestätigen. Dann kann die Tür verriegelt werden und schon kann es losgehen. Bevor mit dem CityPad losgefahren werden kann, muss es zunächst angemacht werden. Dafür einmal hier auf den Anknopf für 2 Sekunden draufdrücken. Danach kann man die Unterstützungsstufe einstellen. Das CityPad unterstützt bis 25 km/h und zum Einstellen dieser Unterstützungsstufe kann man hier auf den Pfeiltasten entweder nach oben oder nach unten drücken, je nachdem, welche Stufe man gern hätte. Ganz wichtig ist, dass bevor man losfährt, die Neigungsfunktion aktiviert wird. Dafür mit der einen Hand am Lenker festhalten und mit der anderen hier unten den Drücker betätigen. Kurz ausprobieren, ob sich das CityPad wirklich neigen lässt, denn nur so ist ein sicheres und angenehmes Fahren möglich. Zum Abstellen muss die Neigungsfunktion wieder deaktiviert werden. Dafür den Lenker am besten gerade halten und den Knopf wieder reindrücken. Wenn er nicht wieder komplett rausspringt und sich das Fahrrad nicht mehr neigen lässt, dann ist die Neigungsfunktion deaktiviert. Am besten auch die Feststellbremse anziehen, dann kann das CityPad auch nicht wegrollen. Wenn unterwegs geparkt werden möchte, zum Beispiel um einkaufen zu gehen, muss man nur in seiner Steigt-um-App die Funktion unterwegs parken auswählen. Das CityPad verschließt sich automatisch und man kann seinen Erledigungen nachgehen. Sperrige Ladung, zum Beispiel ein Getränkekasten, kann auf der unteren Lastplattform transportiert werden. Dafür durch Gedrückthalten der Ratsche das Spannband ausziehen, zur Seite legen und den Getränkekasten oder andere sperrige Ladung einschieben. Dann das Spannband darüber legen. Und durch abermaliges Drücken des roten Tasters das Spannband vorspannen. Danach muss mit der Ratsche noch das Spannband nachgezogen werden, damit die Ladung ordentlich sicher sitzt. Die restliche Beladung kann in die obere Transportbox. Und zum Weiterfahren einfach in der Steigt-um-App den Parkmodus beenden. Das Schloss öffnet sich wieder und die Fahrt kann fortgesetzt werden. Zum Weiterfahren muss jetzt nur noch die Feststellbremse gelöst und die Neigungsfunktion aktiviert werden. Zur Rückgabe des CityPads an einem Citybox-Standort wählen Sie in der App hier zurückgeben aus und steuern die Tür wieder über die App. Das CityPad kann jetzt rückwärts in die angezeigte Ladebox eingeparkt werden. Es muss so positioniert werden, dass das grüne Signal aufleuchtet. Wenn das Fahrzeug eingeparkt wurde, bitte aus der Citybox herausgehen und dann die Tür mit der App wieder verriegeln. Damit ist der Rückgabeprozess erledigt.